Auftaktpressekonferenz heute mit beiden Parteivorsitzenden, mit Martin Schürdewan und Janine Wissler. Martin Schürdewan wird den Auftakt machen mit unserem Strategiepapier und zu dem Oxfam-Bericht berichten, zu der Ungleichheit in der Gesellschaft. Und Janine Wissler wird nochmal zu Lützerath reden und zu der Debatte um Panzerlieferung, neues Sondervermögen und den aktuellen Tarifverhandlungen bei der Post. Ja, guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Jahresauftakt-Pressekonferenz. Das Jahr hat gut begonnen für unsere Partei. Wir haben uns in einer Gremiensitzung miteinander versammelt und besprochen und den Ausblick auf das Jahr 2023 gerichtet, unsere politischen Schwerpunkte dort besprochen, auch die Analyse der gesellschaftlichen Situation natürlich miteinander vorgenommen. Und es ist eher offenkundig, dass die Ampel im Moment keine Antworten auf die vielfältigen Krisen, in der sich unsere Gesellschaft befindet, zu geben vermag. Nahrungsmittelpreise explodieren nach wie vor. Die Energiekrise ist noch nicht im Griff. Die Ungleichheit in der Gesellschaft nimmt dadurch bedingt immer weiter zu. Die Klimakrise ist uns auch durch die Ereignisse in Lützerath, zu denen sich Janine ja gleich auch noch mal ausführlicher äußern wird, durch sehr auch heftige, intensive Bilder massiv zurück in Erinnerung gebracht worden. Das heißt, die Ampel ist im Moment nicht in der Lage, die Ursachen dieser vielfältigen Krisen anzugehen. Und deshalb glauben wir, dass es nicht reicht, an den Symptomen herumzudoktern, so wie das die Ampel tut, sondern dass es tatsächlich darum geht, an die Ursachen dieser vielfältigen Krisen zu gehen. Das hat uns dazu bewogen, miteinander zu reden, wie gesagt, uns zu treffen und vor allem ein Papier zu beschließen, das den Namen trägt nach der Ampel links. Und in diesem Papier stellen wir unsere Vorstellung für einen wirtschaftspolitischen Paradigmenwechsel in dieser Gesellschaft vor, für eine Umverteilungsoffensive, um diese Krisen tatsächlich nachhaltig und grundsätzlich angehen zu können. Und das ist auch notwendig. Der Oxfam-Bericht, der heute vorgestellt wurde zur Vermögensverteilung in Deutschland oder vielmehr zur Ungleichheit in dieser Gesellschaft, spricht durch seine Zahlen sehr oder trifft durch seine Zahlen sehr beredte Aussagen. Das gesamte neue Vermögen, das in den Jahren 2020 und 2021 in Deutschland erwirtschaftet wurde, geht zu 81% in die Hände des obersten, des reichsten Prozentes in unserer Gesellschaft über und nur 19% des neu erwirtschafteten Vermögens gehen dann an die 99% der Gesellschaft. Die Ungleichheit ist so ausufernd derzeit, dass die oberen 10% zwei Drittel des Gesamtvermögens in ihren Händen halten, während die untere Hälfte der Gesellschaft überhaupt kein eigenes Vermögen hat. Das sind alarmierende Zahlen. Oxfam deutet darauf hin, dass wir vor allem auch daran die Axt oder vielmehr umsteuern müssen im Sinne von umverteilen. Das führt mich zurück zu unserem Plan, den wir vorgelegt haben. Also nach der Ampel links besteht aus drei Schritten. Nämlich erstens massives Umverteilen von bestehendem Vermögen und Reichtum in der Gesellschaft durch die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer, einer Vermögensabgabe und vor allem aber auch einer Übergewinnsteuer für die Unternehmen, insbesondere die massiv in der Krise hinzuverdient haben. Oxfam macht im Bericht nochmal deutlich, dass es in den letzten Jahren durch die Pandemie auch bedingt vor allem auch große Lebensmittelkonzerne gewesen sind. 6 der 10 reichsten Menschen in Deutschland sind Besitzerinnen bzw. Besitzer von solchen Lebensmittelkonzernen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich gerne darauf hinweisen, dass auch die Verbraucherschutzzentrale heute erst eine Übergewinnsteuer oder gestern eine Übergewinnsteuer für die großen Lebensmittelkonzerne vorgeschlagen hat, die ihre Gewinne in der Pandemie massiv haben steigern können. Extreme Armut, gerade auch im Bereich von Ernährung, also Ernährungsarmut, steht extrem über Gewinn und Reichtum, gerade auch im Lebensmittelsektor gegenüber. Während die großen Energie- und Nahrungsmittelkonzerne Rekordgewinne eingefahren haben, wissen die Leute nicht mehr, wie sie ihre Energierechnung zahlen sollen, beziehungsweise bilden sich Rekordschlangen an den Tafeln. 2 Millionen Deutsche sind darauf angewiesen, bei den Tafeln Hilfe zu suchen, wenn es um Ernährung geht. Da sagen wir, da muss umgesteuert werden. Also wir brauchen eine massive Zurückverteilung von gesellschaftlichem Vermögen. Ein zweiter Schritt ist dann, private Vermögen auch dafür zu nutzen, die dann eben der Öffentlichkeit wieder zugeführt werden, um massive öffentliche Investitionen vorzunehmen, um einerseits die wirtschaftliche Basis nachhaltig zu gestalten, Industriearbeitsplätze aber auch zu sichern und in die Zukunft zu überführen, die Energiewende und auch die Mobilitätswende finanzieren zu können. Und der dritte Schritt ist, dass wir private Kontrolle
beenden dort, wo es um strategische Sektoren und öffentliche Daseinsvorsorge geht und öffentliche Daseinsvorsorge wieder in die öffentliche Hand, also in die Hand der Allgemeinheit und damit demokratischer Kontrolle unterstellen. Das ist der Dreiklang, den wir vorstellen: umverteilen, die massiven Investitionen in die Nachhaltigkeit, in die Industrie, also die Nachhaltigkeit der Industrie und die öffentliche Daseinsvorsorge wieder in die öffentliche Hand zu überführen. Das ist der wirtschaftspolitische Paradigmenwechsel, von dem wir ausgehen und überzeugt sind, dass er dazu beitragen wird, dass letztendlich auch die Krisen der Gesellschaft damit zu beheben sind. Wir zielen darauf ab, gemeinsam mit den Landesverbänden unserer Partei, die in diesem Jahr Landtagswahlkämpfe führen, die anstehenden Landtagswahlen auch zu Abstimmungen darüber zu machen, dass es in diesem Land endlich wieder mehr soziale Gerechtigkeit und Gleichheit gibt. Oxfam hat uns mit dem Bericht, wie gesagt, massiv daran erinnert, dass das notwendig ist. Und jetzt eine letzte Bemerkung in diesem Zusammenhang. Auch mit der Verbraucherschutzzentrale gemeinsam, aber auch mit Oxfam begrüßen wir natürlich, dass am 21. Januar, also jetzt am kommenden Wochenende, die große Wir-haben-es-satt-Demo in Berlin stattfinden wird. Und in diesem Zusammenhang möchte ich nochmal unsere aktuelle Forderung bekräftigen, dass es jetzt sofort eine Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel in diesem Land geben muss, angesichts der grassierenden Ernährungsarmut, und gleichzeitig wir aber auch darüber nachdenken müssen, wie Lebensmittel dauerhaft erstens gesünder produziert werden können, zweitens Ernährungsarmut beendet werden kann. Und der Weg dafür ist für uns die Diskussion und die Einführung eines Lebensmittelpreisdeckels, also die Diskussion um und die Einführung letztendlich eines Lebensmittelpreisdeckels. Der zielt auch darauf ab, dass die Lieferketten im Bereich der Ernährung geändert werden, dass eben die Bäuerinnen und Bauern tatsächlich auch ein faires und gutes Auskommen haben, Verbraucherinnen und Verbraucher gesunde Nahrung auf ihren Tellern am Ende des Monats, auch vor allem einkommensschwächere Familien, noch ausreichend zur Verfügung haben, und dann aber eben die großen Lebensmittelkonzerne, die im Moment massiv sowohl an der Einkommensschwäche der Bäuerinnen und Bauern verdienen, als auch an den etlichen und völlig überteuerten Preisen, die die Verbraucherinnen und Verbraucher zu zahlen haben, profitieren, dass die zur Verantwortung gezogen werden. Der Weg dafür ist ein Lebensmittelpreisdeckel. Das nochmal als letzte Forderung in den Raum gestellt. Ja, meine Damen und Herren, jetzt ist es offiziell. Verteidigungsministerin Lambrecht ist zurückgetreten. Aus unserer Sicht löst der Austausch einer Person überhaupt kein Problem, solange die politische Ausrichtung die gleiche bleibt. Und den Rücktritt an der Debatte, um das Silvestervideo festzumachen, geht an unserer Kritik als Linken auch vollständig vorbei. Denn wenn Peinlichkeit ein Maßstab wäre, dann hätten Herren wie Scheuer oder Spahn oder Lindner ja auch längst zurücktreten müssen. Das Problem sind eben nicht zugegeben peinliche Silvestervideos. Das Problem ist, dass so viel Geld verpulvert wird an die Rüstungsindustrie durch ein teils desolates Beschaffungswesen, aber auch dadurch, dass immer weiter auf Aufrüstung gesetzt wird. Und deswegen ist unser Problem nicht ein peinliches Silvestervideo. Unser Problem ist die Anschaffung von atomwaffenfähigen Kampfflugzeugen und bewaffneten Drohnen, die immer weitere Aufrüstung. Und das ist ja auch die Debatte, die wir gerade erleben, um eine Aufstockung des Bundeswehr-Sondervermögens, das ja jetzt schon mit 100 Milliarden Euro ausgestattet ist. Was für eine unvorstellbare Summe, wenn man sich anschaut, was wir dringenden Investitionsbedarf in Krankenhäusern, in den Klimaschutz, in den ÖPNV haben und wie dringend dort solche Beträge gebraucht werden. Ja, und jetzt hat man den Eindruck, 100 Milliarden, 300 Milliarden, wer bietet mehr? Man hat wirklich den Eindruck, dass Politikerinnen und Politiker zu Verteidigungsexperten werden, wenn sie einfach immer noch mehr Geld für die Bundeswehr fordern und immer massivere Aufrüstung fordern. Und die Wehrbeauftragte Eva Högel hat ja jetzt eben gefordert, man müsse das Sondervermögen verdreifachen, 300 Milliarden Euro. Da kann man sich ja vorstellen, wem die Vorstände der Rüstungsindustrie in den kommenden Tagen die Daumen drücken werden im Rennen um die Lambrecht-Nachfolge. Nein, aus unserer Sicht ist das natürlich vollkommen falsch. 300 Milliarden Euro, was für eine unvorstellbare Summe. Die Bundeswehr ist ein Fass ohne Boden und für einige kann es offensichtlich niemals genug sein. Und diese Aufrüstung ist gefährlich. Wir haben erlebt, dass die Rüstungsbudgets weltweit gestiegen sind auf Rekordniveaus. Es hat diese Welt nicht friedlicher gemacht und deshalb brauchen wir kein neues Sondervermögen und auch keine Aufstockung, sondern wir brauchen dieses Geld für Klimaschutz, für die Bildung, für Krankenhäuser, für den ÖPNV. Meine Damen und Herren, wir haben
am Wochenende erneut schwere Angriffe Russlands auf die Ukraine erlebt. Die Bilder aus den ukrainischen Städten Dnipro, aus Kiew, Bachmut und anderen Städten sind erschreckend. Russland zerstört die Infrastruktur durch Bombardements. Und gerade in Dnipro ist ein Hochhaus durch Raketen getroffen worden. Es ist eingestürzt. Mindestens 30 Menschen sind getötet worden, darunter auch Kinder. Dutzende werden noch vermisst. Und es ist natürlich die Zivilbevölkerung, die leidet unter diesem verbrecherischen Krieg. Sie leiden unter dem Zusammenbruch der Wasser- und Stromversorgung mitten im Winter. Sie leiden unter permanenter Angst, ob sie als nächstes getroffen werden. Und ich will an der Stelle noch mal sehr deutlich machen, wie betroffen wir sind über die Bilder, die wir am Wochenende gesehen haben. Und natürlich in den ganzen letzten Wochen, seit Russland die Angriffe immer weiter verstärkt hat. Wir verurteilen diese Angriffe und natürlich fordern wir, dass Russland diese Raketenangriffe für diese Bombardements sofort einstellt. Es ist dringend notwendig, dass dieser furchtbare Krieg endet. Und wir brauchen dringend wirklich nochmal eine Forcierung diplomatischer Initiativen, die Initiierung von Friedensverhandlungen, weil dieser Krieg schnell beendet werden muss. Und nach allem, was wir sehen, droht wirklich ein jahrelanger Abnutzungskrieg. Es wird keine schnelle militärische Lösung, keinen schnellen militärischen Erfolg geben. Und deshalb ist für uns dringend notwendig, dass es Initiativen zur Friedensverhandlungen gibt. Und gerade weil wir eben auch eine ganz große Eskalationsgefahr sehen durch die Lieferung immer schwererer Waffen, immer schwererer Panzer, die natürlich auch offensiv dann eingesetzt werden können. Und gerade mit Blick auf die Leopard 2 Kampfpanzer, die Linke lehnt wie die Mehrheit der Bevölkerung diese Ausweitung der Lieferungen ab. Rheinmetall hat jetzt schon erklärt, dass man die Leopard 2 Panzer sowieso erst im Jahr 2024 wird liefern können, wo sich die Frage stellt, wie lange soll dieser Krieg dauern? Wir müssen doch alles dafür tun, dass dieser Krieg eben nicht jahrelang in einen solchen Abnutzungskrieg geht und möglicherweise Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Toten bringt. Deshalb ist natürlich die Gefahr einer Rutschbahn sehr groß, dass man Schützenpanzer liefert, man liefert Kampfpanzer, man bildet dann auch ukrainische Soldaten an diesen Geräten aus. Dann ist die Frage, wird irgendwann gefordert, dass man das vielleicht doch auch Soldaten hingeschickt werden. Also wir sehen da eine ganz große Eskalation. Deutschland und die NATO dürfen nicht zur Kriegspartei werden, weil das eben eine enorme Eskalation bedeuten könnte. Und ich finde, man muss auch zu Recht die Frage stellen, was ist denn eigentlich das Ziel? Ja, was ist denn die zeitliche Dimension? Und deswegen ist aus unserer Sicht es dringend geboten, und da haben wir im letzten Jahr auch was vorgelegt, dass wir hier Initiativen für Verhandlungen, für Diplomatie, dass es die gibt. Die Bilder aus Lützerath vom Wochenende gingen um die Welt. 30.000 Demonstrierende, apokalyptische Bilder von Schaufelradbaggern vor der Abbruchkante, einer der größten Polizeieinsätze, die dieses Land wohl je erlebt hat. Und man muss sich das nochmal vor Augen führen. Wir sind im Jahr 2023 und die Klimakatastrophe spitzt sich immer weiter zu. Und in einer solchen Situation wird ein Dorf abgebaggert, um die darunterliegende Braunkohle zu gewinnen. Es wurde ein Windpark abgerissen in Lützerath, um weiter Braunkohle abbaggern zu können. Ich finde, das macht die ganze Absurdität dieser Pläne deutlich. Und warum das alles? Aufgrund der Profitinteressen von RWE werden die Hoffnungen einer ganzen Generation in Lützerath abgebaggert, weil der Landesregierung NRW und auch der Ampel die Profitinteressen von RWE wichtiger sind als die Klimaziele. Und deshalb will ich sagen, ich kann die Wut und die Enttäuschung über die Politik der Ampel und ganz besonders über die Politik der Grünen sehr gut nachvollziehen. Und ich teile sie auch. Die Grünen waren vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen in Lützerath. Sie haben dort gesagt, alle Dörfer bleiben, Lützerath wird nicht abgebaggert. Und jetzt verteidigen sie genau das, auch mit dem Hinweis darauf, was rechtlich bindend wäre und mit Blick auf die Verträge, die es gibt. Da will ich nur sagen, was ist denn dann das Pariser Klimaschutzabkommen, das ist doch auch ein Vertrag, das ist doch eine internationale Verpflichtung. Oder ist das Pariser Klimaabkommen und das 1,5 Grad, Klimagrenze, was ist das denn dann? Ist das Pariser Klimaschutzabkommen und das Klimaziel eine unverbindliche Empfehlung oder was soll das sein, wenn man sich daran offensichtlich nicht gebunden fühlt, aber an Verträge mit RWE? Und da muss man sagen, da muss man eben auch Gesetze verändern, aber Klimaschutz muss doch Vorrang haben vor den Interessen eines Konzerns. Und ich würde sagen, dass
dieser Proteste ein absoluter Erfolg waren. Den Aktiven ist es gelungen, wirklich den Fokus wieder auf den Klimaschutz zu setzen. Es ist wieder auf der Tagesordnung. Ich war ja selber letzte Woche vor Ort gewesen in Lützerath, habe dort auch im Camp übernachtet und ich kann nur sagen, großen Respekt vor allen Aktiven, die Tage und Wochen lang bei den Temperaturen in der Kälte im Winter dort ausgeharrt haben, um dafür zu kämpfen, dass kommende Generationen eine lebenswerte Zukunft auf diesem Planeten haben. Und deshalb nochmal unsere Solidarität mit den Menschen, die dort am Samstag demonstriert haben, mit denen, die deutlich gemacht haben, Lützi bleibt und sich dafür engagiert haben. Und natürlich stellen sich auch Fragen. Es stellen sich Fragen nach dem Polizeieinsatz. Was hat er eigentlich gekostet? Und es stellen sich die Frage, was mit den Berichten ist über unverhältnismäßige Polizeigewalt. Auch hier ist die Rede von Verletzten, von Schwerverletzten. Das muss geklärt werden, was dort passiert ist. Ich habe das eine oder andere auch beobachtet, als ich da war. Ich habe Videoaufnahmen gesehen und bei mir erschließt sich nicht, warum Polizisten in eine Demonstration hineinrennen. Ja, also vieles an dieser Einsatztaktik, finde ich, muss man sehr kritisch auch hinterfragen und eben auch aufklären. Finde auch durchaus interessant die Rolle von RWE, dass dort Gefangenentransporter von RWE gestellt werden, inklusive Firmenlogo, ja, und RWE offensichtlich das dann auch in Rechnung stellt. Also ich finde, das ist wirklich ein ganz ungutes Zusammenkommen von Konzerninteressen und Polizei an der Stelle. Und ich finde, da gibt es kritische Fragen und die müssen auch gestellt werden im Landtag von Nordrhein-Westfalen und natürlich auch im Bundestag. Und schöne Worte reichen eben nicht für den Klimaschutz. Ist ja schön, wenn die Grünen jetzt erklären, 2023 werde das Jahr des Klimaschutzes, aber man muss halt eben auch was umsetzen und man muss dann eben auch bereit sein, sich mit Interessen auch anzulegen. Und ich meine, die nächsten Klimavergehen drohen ja schon. Ich will darauf hinweisen, in Frankfurt im Fechenheimer Wald, der soll jetzt gerodet werden für den Ausbau einer Autobahn. Ja, in Frankfurt, sowohl in der Stadt als auch im Land, regieren auch die Grünen mit. Und auch hier gibt es eine Waldbesetzung, die sagen, Fächer bleibt. Und natürlich gilt auch Ihnen unsere Solidarität. Die Räumung steht dort bevor. Und ich finde, dass es hier dringend notwendig wäre zu sagen, wir brauchen hier ein Räumungsmoratorium. Hier an der Stelle kann man auch nicht mit privaten Interessen argumentieren. Es geht hier nämlich nicht um RWE, sondern es geht hier um die Bundesrepublik, die dort eine Autobahn bauen will. Und Baurecht ist nicht Baupflicht. Natürlich kann man sagen, wir machen hier ein Moratorium und gucken uns das nochmal an. Und das wäre auch ein wichtiges Signal an die Menschen, die in diesem Land für Klimaschutz kämpfen. Ein letztes: Unsere Solidarität gilt den Kolleginnen und Kollegen der Deutschen Post, die diesen Mittwoch und Donnerstag in die nächste Verhandlungsrunde starten. Der Post als Unternehmen geht es ja bekanntermaßen blendend und die Beschäftigten brauchen eine deutliche Lohnerhöhung. 2022 hat der Konzern das erfolgreichste Jahr in der Konzerngeschichte mit einem operativen Ergebnis von etwa 8,4 Milliarden Euro abgeschlossen. Bereits im Vorjahr 2021 hatte der Konzern ein sehr erfolgreiches Jahr und gleichzeitig gibt es so viele Beschwerden über die Deutsche Post. Und woran liegt es? Natürlich daran, dass Personal nicht besetzt ist, dass Personal überlastet ist, dass es zu wenig Beschäftigte gibt. Und jetzt in den Tarifverhandlungen ist die Arbeitgeberseite bisher nicht bereit, einen Inflationsausgleich zu zahlen und die Beschäftigten am Erfolg des Unternehmens teilhaben zu lassen. Verdi fordert für die rund 160.000 Tarifbeschäftigten bei der Deutschen Post eine Entgelterhöhung von 15%. Recht haben sie. Und sie fordern, dass die Ausbildungsvergütungen um 200 Euro pro Monat angehoben werden sollen. Ich finde, dass sich bei der Post zeigt, in diesem Land läuft gründlich was schief. Konzerne fahren Rekordgewinne ein und die Beschäftigten müssen auch nur darum kämpfen, einen Inflationsausgleich zu bekommen, geschweige denn an diesen großen wirtschaftlichen Erfolgen beteiligt zu werden. Und ich will noch mal darauf hinweisen, die Post ist nicht irgendein Arbeitgeber. Die Post ist ein Unternehmen, an dem der Bund nach wie vor beteiligt ist. Und ich will feststellen, dass die Post ein alles andere als ein fairer Arbeitgeber ist, weil jenseits von der Tarifrunde gilt nämlich auch, dass 25.000 Beschäftigte bei der Post befristet sind. Und das ist ein riesiges Problem, wenn ein so großer Konzern die sachgrundlose Befristung als ein Mittel nutzt, um Menschen dauerhaft in befristeten Verträgen zu halten. Und deshalb sind wir sowieso der Meinung, dass hier die Bundesregierung tätig werden müsste. Man muss ran ans Teilzeit- und Befristungsgesetz, die sachgrundlose Befristung abschaffen. Das wäre dringend nötig, hat die Große Koalition übrigens mal vereinbart, haben sie sogar in ihren Koalitionsvertrag geschrieben, haben sie nicht umgesetzt und der Ampel scheint das Thema nicht näher am Herzen zu liegen, dass Beschäftigte in permanenter Unsicherheit leben. Und gerade eben mit Blick auf die Post muss die sachgrundlose Befristung
Haltung weg. Unsere Solidarität gilt den Beschäftigten, die völlig zu Recht nicht nur um den Inflationsausgleich kämpfen, sondern auch darum, dass sie beteiligt werden, weil wir an den Gewinnen, an den hohen Gewinnen, die die Post macht, weil wir wissen, mit wie viel Stress, mit wie viel Arbeit das verbunden ist, wie gerade in der Weihnachtszeit die Arbeitsbelastung ist, deswegen unsere Solidarität. Und zu allerletzt möchte ich noch unserem Freund und Genossen Gregor Gysi ganz herzlich zum 75. Geburtstag gratulieren, den er heute begeht. Und ich muss es nicht weiter betonen, dass natürlich Gregor Gysi einer der prägenden Menschen in unserer Partei ist, dass er in der Linken, aber weit über die Partei Die Linke hinaus geschätzt ist für seine Eloquenz, für seine Klugheit und ja auch unglaublich umtriebig ist, sei es als Abgeordneter, sei es als Moderator, sei es als Rechtsanwalt, in dem Fall, Feld er ja auch immer noch aktiv ist. Von daher herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Gregor. Wir werden heute noch darauf anstoßen und lass dich feiern und bleib gesund. Und ja, in diesem Sinne gebe ich an dich nochmal. Ja, da möchte ich natürlich auch gern anschließen. Ich möchte mich der Gratulation an Gregor anschließen. Herzlichen Glückwunsch, Gregor. Du spielst eine herausragende Rolle in dieser Gesellschaft für die Linke. Du hast in der Vergangenheit eine herausragende Rolle gespielt, auch bei der Gründung der Vorgängerpartei, der PDS, aber auch beim Entstehen der Linken. Und du spielst diese Rolle bis jetzt. Und auch ich freue mich, heute Abend mit dir gemeinsam anstoßen zu können und auf diese erfolgreichen und manchmal auch etwas schwierigeren Jahre zurückblicken zu können, aber auch gemeinsam den Blick auf das Jahr 2023 mit dir zu richten, um an unsere Erfolge anzuknüpfen, die wir in der Vergangenheit erzielt haben. Vielen Dank. Gibt es Nachfragen? Herr Kuhn? Ich habe eine Frage zur Wahlreform. Eine Frage zur Wahlreform und dem Vorschlag, den die Ampel vorgelegt hat, und zwar zwei Aspekte. Einmal, dass drei Direktmandate die Sperrklausel weiterhin außer Kraft setzen können, wie Sie das bewerten und ob das Grundlage dafür wäre, dass Sie diesem Vorschlag zustimmen. Und in Bezug auf die Direktmandate, wie Sie es in Sachen Repräsentation bewerten, dass es künftig so sein kann, dass es Wahlkreise geben wird, die nicht von einem direkt gewählten Bundestagsabgeordneten, von einer direkt gewählten Bundestagsabgeordneten vertreten werden. Also wir konnten uns jetzt natürlich noch nicht vertieft mit dem Gesetzentwurf beschäftigen, weil er ja jetzt gerade erst vorgelegt wurde. Ich halte es für problematisch, diese Überlegung bei den Direktwahlkreisen, weil es ja bedeutet, dass jemand einen Wahlkreis gewinnt, aber wenn es zum Beispiel besonders knapp war und das Ergebnis nicht so gut, dass dann derjenige trotzdem oder diejenige nicht in den Bundestag einzieht, weil ja die Überhang- und Ausgleichsmandate komplett wegfallen sollen. Und ich will nur darauf hinweisen, dass das natürlich die Schwierigkeit nach sich zieht, nicht nur für den Abgeordneten, der nicht gewählt ist, sondern es birgt ja die Gefahr, dass ganze Regionen, ganze Wahlkreise einfach nicht mehr vertreten sind im Deutschen Bundestag. Und die Grundidee mit den Direktwahlkreisen, also mit der Erststimme und der Zweitstimme, die Grundidee war doch immer gewesen, dass man eben mit der Zweitstimme eine Partei wählt, wo dann eben klar ist, in welcher Stärke sie im Deutschen Bundestag vertreten ist. Mit der Erststimme war doch die Grundidee, dass jede Region Deutschlands, dass jeder Ort, jeder Stadt eine Vertretung hat, eine direkte Vertretung im Deutschen Bundestag. Und das wäre dadurch ja dann nicht mehr gegeben. Weil wenn wir uns jetzt vorstellen, dass in einem Wahlkreis der Gewinner des Wahlkreises eben nur 24-25% hat, was ja durchaus vorkommen kann gerade, ja, im Nachbarwahlkreis vielleicht auch nur 24-25, dann bedeutet das, dass eine ganze Region, wenn nicht irgendjemand über die Landesliste dann einzieht, aber die Landeslisten sind natürlich, bilden ja nicht die ganze Region, bilden ja nicht das ganze Land ab, dass dann eben bestimmte Regionen überhaupt keine Vertretung mehr hätte und die Menschen, die in dem Wahlkreis wohnen, eben nicht die Möglichkeit haben, sich an einem Abgeordneten oder einer Abgeordnete zu wenden mit ihren Anliegen. Also deswegen müssen wir uns genauer anschauen. Das halte ich aber erstmal für ziemlich problematisch, zu sagen, wer seinen Wahlkreis mit 40% gewinnt, ist drin. Wer seinen Wahlkreis mit 25% gewinnt, ist nicht drin. Finde ich zumindest eine fragwürdige Herangehensweise. Und ja, das andere halten wir für richtig, aber wir werden, glaube ich, wir werden die Zustimmung nicht alleine von dieser Frage abhängig machen. Aber das ist das, was ich erstmal problematisch finde. Vielen Dank. Ich sehe noch eine Frage von Frau Palzer. Ja, Frau Wissler, Sie hatten sich ja zum Rücktritt von Frau Lambrecht geäußert. Ich hatte das Gefühl, es bewegt Sie nicht so. Fanden Sie es
trotzdem aber richtig, dass Frau Lamprecht jetzt zurückgetreten ist, oder ist es Ihnen ganz egal? Die Kritik, die wir als Linke an der Verteidigungspolitik haben und damit auch an der Verteidigungsministerin, ist, die politische Ausrichtung. Wir kritisieren das, was unter Zeitenwende bekannt ist, also die immer weitere Aufrüstung der Bundeswehr. Und das ist erstmal für mich der Kernpunkt. Und ich befürchte, da wird sich mit einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger von Frau Lamprecht auch erstmal nicht allzu viel dran ändern. Dass Frau Lamprecht in vielen Teilen unglücklich aufgetreten ist und auch Fehler gemacht hat, ist vollkommen klar. Ich will darauf hinweisen, ja, dass es mir der ein oder andere Minister einfällt in der jetzigen Regierung oder auch in der letzten Regierung, der sicher nicht weniger Peinlichkeiten, Fehler und Skandelchen produziert hat und im Amt geblieben ist. Also für mich ist das Entscheidende, dass sich an der politischen Ausrichtung was ändert. Und deswegen finde ich jetzt so, also dass der Rücktritt jetzt irgendwie ausgelöst wurde von einem zugegeben ziemlich schlechten Silvestervideo, finde ich jetzt irgendwie, ja, also finde ich jetzt etwas befremdlich, ehrlich gesagt, weil ich meine, im Kern geht es eben um die großen Probleme, um die Ausrichtung, und da muss ich sagen, sind die großen Probleme eben die politische Ausrichtung und die Orientierung auf die Aufrüstung ist das eine, und das andere ist natürlich wirklich dieses Beschaffungswesen der Bundeswehr, was ja offensichtlich eher so darauf ausgerichtet ist, der Rüstungsindustrie möglichst hohe Profite zu ermöglichen und sich permanent da die Preise diktieren zu lassen. Das scheint mir auch ein großes Problem zu sein. Ob das jemand in der Nachfolge besser regelt, bleibt abzuwarten. Also deshalb werden wir uns das anschauen, wer dann eben Nachfolgerin oder Nachfolger wird. Eben jetzt wird Frau Högel unter anderem gehandelt mit der Forderung nach der Verdreifachung des Sondervermögens. Ist das jetzt, wie Sie sich vorstellen können, nicht gerade eine Kandidatin, wo wir sagen würden, da freuen wir uns aber, wenn die Verteidigungsministerin wird? Ganz sicher nicht. Aber ich finde, die Kritik, die in der Öffentlichkeit an Frau Lamprecht eine ganz große Rolle spielt, nämlich irgendwie hochhackige Schuhe angehabt auf dem Truppenübungsplatz, peinliches Silvester-Interview gemacht, finde ich, ist eigentlich nicht der Kern, weil man natürlich die Menschen daran messen muss, was sie politisch tun im Amt. Und da haben wir Lamprecht immer kritisiert. Wir haben sie auch für eine schlechte Verteidigungsministerin gehalten, aber eben aus, wie ich finde, etwas weniger banalen Gründen. Es gibt doch noch eine Rückfrage, ja? Papier vom Samstag noch, darin ist ja, schreiben Sie ja, dass Sie die Gewerkschaftsarbeit ausbauen wollen. Können Sie da ein bisschen konkreter sagen, was da Ihre Strategie ist und in welchen Branchen Sie sehen, dass die Linke deutlich Luft nach oben hätte und wo Sie sagen, da sind wir schon zum Beispiel bei den Funktionären oder rein bei der Mitgliedschaft stark vertreten? Wir haben als Linke im letzten Jahr einen Gewerkschaftsrat berufen, das heißt, wir beraten uns auch regelmäßig mit teilweise Aktiven unserer Partei, die auch in Gewerkschaften Funktionen innehaben, aber auch mit den Gewerkschaftsvertreterinnen, um über gemeinsame politische Anliegen zu reden. Und in diesem Jahr ist relativ klar, stehen eine ganze Reihe von Tarifauseinandersetzungen auf der Tagesordnung. Und wir als Linke an der Seite stehen natürlich der Beschäftigten, werden entsprechende politische Positionen auch in die Debatte einspeisen, so wie Janine das ja zum Beispiel gerade am Beispiel der Post auch getan hat. Stehen weitere Tarifauseinandersetzungen an, im öffentlichen Dienst zum Beispiel. Und wir werden entsprechend auch die Position der Gewerkschaften versuchen, politisch zu stärken und weiter unseren Austausch mit den Gewerkschaften und den Vertretern der Gewerkschaften entsprechend auch in der Partei voranzutreiben, und wir haben die ersten Schritte organisatorisch dafür im letzten Jahr schon gelegt. Alles klar, dann bedanke ich mich für das große Interesse und wünsche allen noch eine schöne Woche. Danke.